So, liebe Freunde, das wollte ich auch noch sagen, bei dem Glas Ambiente hier. Es gibt Menschen, die mag ich, und es gibt auch Menschen, die mag ich nicht. Ja. Weil ich bin auch ein Mensch. Ja. Kann so. Aber mit den Menschen, die ich nicht mag, mit denen beschäftige ich mich gar nicht. Ja. Warum soll ich mich, meine Lebenszeit ist auch irgendwo, wie bei allen anderen Menschen, irgendwo beschränkt. Und da muss man auch die Lebenszeit sinnvoll nutzen. Warum soll ich mit jemandem meine Zeit verschwenden, den ich nicht mag, und mich und über den lästern? Also wenn ich jemanden nicht mag, interessiert er mich nicht. Gut, wenn mir einer angreift, verbal, dann wo ich auch da irgendwann was sagen, kann er damit aufhören. Ja? Aber wenn ich jemanden nicht mag, grundsätzlich, interessiert die Person mich nicht. Dann schaue ich vor meiner eigenen Tür, was kann ich da kehren, wie kann ich mein Leben verbessern, das ist sinnvoll. Wenn ich jemanden nicht mag und stelle ein Thema mäßig in mein Leben, dann tue ich doch jemanden als Stellenwert in mein Leben setzen, den ich nicht mag. Dann setze ich doch lieber Menschen in mein Leben als Stellenwert, die ich liebe, die ich mag, und auch mich selber. Was kann ich an mich verändern? Ja? Und ich habe schon von Kanälen gehört, hat der stalkt. Ich glaube, die wissen nicht, was Stalking ist. Ich fühle mich von denen Kanälen gestalkt, weil ihr ganzer Kanal beruht nur im Negativen auf mich, und denen gebe ich nicht mal eine Antwort. Und trotzdem gibt es Clips gegen mich. Ja. Und wenn ich dann ankreide, die Person war noch nie im Dojo, dann nicht wegen der Kampftechniker, die ich nicht beurteilen kann, weil die Person auch keine Kampftechnik zeigt, ja, kann ich ja nicht beurteilen. Also von der Kampftechnik kann ich beurteilen, was die Person drauf hat, weil die Personen nichts zeigen. Also kann ich es nicht beurteilen. Aber ich kann den Charakter beurteilen. Ja. Weil Martial Arts ist ja auch Charakterschulung. Ja. Und die Personen nur über andere Leute lästert. Ja, und nur im Negativen und Mobbing betreiben und was auch immer, dann klar, kann ich dann auch und in den Rahmen schmeißen. Warst du schon mal im Dojo? Weil, Und dann wurde ja bei mir erstmal das und das andere ist halt, bei mir das Positive wurde mir immer abgesprochen. Ja. Nicht, dass die Leute es nicht unbedingt glauben, sondern weil die Leute halt wir einfach das Leben schwer machen wollen. Ja. Und dann kann ich einmal den Ball zurückspielen und sagen, ja, warst du überhaupt schon mal im Dojo? Ja. Dass die Leute wissen, wie das sich anfühlt, ja. Was die mit mir machen. Dabei, ja, wie schon gesagt, das andere war ja schon dabei, wenn einer nur über andere Leute lästert und ist der einzige Lebensinhalt. Entweder hat die Person Martial Arts nicht verstanden, weil ich ja Grundphilosophie, oder war noch nicht im Dojo. Ja. Aber wenn man selber alles schon gerissen hat im Bereich und sich da von dem getriggert fühlt, weiß nicht. Also wenn mir jemand sagt, warst du schon mal im Dojo? Und du warst noch niemals im Dojo, wenn jemand zu mir sagt, ist mir das egal. Ja. Weil ich weiß, ich gehe ja regelmäßig in Dojos. Und das andere ist, nur wenn es halt ans Familiäre geht, dann finde ich das Gott unter Gottlinie, und dann wird es verletzen. Aber das wollte da manche Personen machen. Ja. So, jetzt bin ich schon wieder auf der Sprung. Hey. Aber schön hier.